Oh, jetzt gehe ich aber ab. Was ist denn hier los? Habe ich Cheat-Tank gemacht? Halt, stopp. Was? Ah ja, ich werde einfach wieder Orb spielen, denn das ist mein Geleit durch die Hölle. Kann ich jetzt von hinten kommen? Oh mein Gott, wie cool. Klingt jetzt perverser, als es gemeint war. Hey, Kinders, was geht bei euch ab? Oh, fuck, nein. Willkommen zu einer weiteren Runde der Wargames. Oh mein Gott, wie ich ihn total weg... Ey, ich werde jetzt richtig durchschwitzen, vor allem will ich ja eigentlich auch noch einen anderen Modus testen. Ihr habt mir so viele Modi angesagt, die ich unbedingt mal machen soll. Oh! Oh, fuck, blöd. Und das will ich natürlich gerne machen, diese Sachen. Das hat sich gereimt. Und was sich reimt, ist immer gut. What? Drecksack, ey, Drecksack. Es gibt noch so einen Juggernaut-Modus, Anzug und dies und das und links und rechts. Mit irgendwelchen Sachen aufsammeln, also es ist der Hammer. Und ich will das unbedingt alles anspielen. Oh, Monsieur. Ist direkt einer am Start. Oh, bitch. He has gefrozen so hard. Oh, hallo, Jungs. Oh, jetzt gehe ich aber ab. Was ist denn hier los? Habe ich Cheat-Tank gemacht? Halt, stopp. Was? Ah ja. Was? Ich hab den Kill nicht bekommen? Alles klar. Der Modus macht schon Spaß, vor allem hier auf der Map. Also diese andere Map, die ich letztes Mal gezockt habe, hat mir nicht so gefallen. Die man noch kennt von früher. Die ist schon ziemlich nice. Wie heißt die? Keine Ahnung. Ihr seht ja schon im Titel, es geht um die Informationen für das Knife-Giveaway. Einfach nur nochmal, um euch das in die Gedanken zu rufen, in eure Aktiven. Das Knife-Giveaway findet am 1.6. im Livestream statt. Au! Na, was? Schon wieder keinen Kill bekommen? Oh, fuck! Okay, den habe ich. Okay, habe ich. Okay. Easy peasy lemon squeezy. Das Giveaway findet live statt. Ah! Was? Noch einer? Hä? Ihr müsst live dafür reinentern. Ich glaube, es waren 200 oder... Wow! Oder 250 Bubble Dollar. Die man dafür reinentern muss. Jawollo. Jetzt gehe ich aber ab hier. Aha. Und jetzt kommt die wichtige Info. Es werden drei Leute gezogen. Das haben vielleicht nicht alle mitbekommen. Vor allem, weil ich es nicht im Video gesagt habe, sondern nur auf Twitch eben mal erwähnt habe. Und in die Ausrufezeichen Giveaway Info reingeschrieben habe. Auf Twitch selbst. Wow, da geht's ja runter. Okay. Oh, ich dachte eben, es wäre ein Double Kill gewesen. Schade, Mann. Das wäre der Hammer. Hallo, bruh. Letzten zwei sind da hinten. Nice. Es ist also so wie das letzte Mal auch. Man gewinnt also praktisch nicht direkt im Livestream, sondern erfährt, dass man einer der drei Leute ist, die das Knife gewinnen können. Und der Knife-Gewinner wird dann wie immer in einem Video angesagt. Keine Sorge, es wird auf jeden Fall ein CSGO-Video werden. Macht euch da nicht direkt wieder ins Hemd. Ich wollte damals nur klar machen, dass es auch in einem anderen Video kommen könnte. Dass ich solche Sachen auch in anderen Videos ansagen könnte. Im Moment gibt es aber keine anderen Videos. Und mein Hauptcontent ist CSGO. Da werde ich es schon unterbringen können. Damals war es schwierig wegen Resident Evil. Da hätte ich dann, sobald ich eben die Gewinner praktisch ausgewürfelt hatte. Damals gab es ja 20 Gewinner, weil es 20 Skins gab. Die muss ich dann aus Zeitgründen sofort in das nächste Video einbauen. Und wenn es eben ein Resi-Video gewesen wäre, dann wäre es das eben gewesen. Leute, 12 Kills. Ich bin the more fucking bash. Was geht hier ab? Oh, Cheater. Scheiße, Mann, 12 HP. Weiß nicht, warum ich gerade so reinrock. Oh, shit. Da hat er mich von meinem hohen Ross runtergeholt, der alte Sack. Nun ja, das wollte ich nur nochmal gesagt haben. Und die Info ist hoffentlich bei euch angekommen. Es gibt also drei Leute, die gezogen werden können. So ist auch dieser Ziehspaß so ein bisschen aufregender und langanhaltender auf Twitch. Wie wenn man halt nur einen zieht. Diese Liste aus drei Leuten wird dann ganz einfach kurz überprüft von mir. Einfach, ob das eben... Was? Ach, guck mal, hier ist eine Plattform. Bei dieser Überprüfung schaue ich einfach geschwind, ob sich ein Skin-Geier eingeschlichen hat. Komm her, Drecksack! Nein, fuck die Maus! Nein! Ha! Ich war gerade eben, ich bin echt mit der Maus hängen geblieben. Es hat kurz nicht gezählt. Und falls ja, dann erhält dieser Skin-Guy eine deutlich geringere Chance, bei dem Auswürfelungsverfahren, das ich über einen Bot mache, eben gewinnen zu können, beziehungsweise gezogen zu werden. An sich hat jeder die gleichen Chancen, außer es ist eben so ein Geier dabei, der botmäßig den Stream abgesessen hat, ohne zu schreiben und vor allem eben ohne mir bekannt zu sein. Einfach einer, der praktisch nicht schreibt, der bei den YouTube-Videos auch nicht aktiv am Start ist. Solche Leute dürfen... Solche Leute haben natürlich, sobald ich sie entdecke, eine extrem geringe Chance, nur die Sache zu gewinnen, weil die Knives ja an die Community gehen sollen. Und sie sind keine Community-Mitglieder, wenn sie eben nicht irgendwie irgendwo mal einen Pieps von sich gegeben haben. Bis jetzt musste ich das noch nie anwenden, also diese Masche oder diese Tour. Denn die Leute, die bei den Sachen gewonnen haben, waren immer extrem aktive Leute, die auf irgendeine Form, sei es über YouTube, über Twitch, über Facebook, über Twitter oder Instagram oder sonst wo, eben einfach aktiv sind und mich und vor allem uns unterstützen. Oh my gosh. Aber ich will natürlich trotzdem in Zukunft, gerade bei Knife-Giveaways, die sehr viele Geier anziehen, weiterhin darauf achten. Und zu dieser Sache zählt auch schon ganz einfach die Herausposaunung in einem Video und eben nicht nur die einfache Gewinnung im Stream. Denn das setzt schon mal voraus, dass eben auch nur Leute gewinnen können, die jedes Video schauen, ne? Oh fuck! Ich mache nur so einen kurzen Sprung hier. Bringt mir nicht viel. Ach nein, nicht wenn ich auf der Leiter bin, du Pisser. Ja! Oh, hat noch angehittet. Was? Ich habe ihn nicht getroffen, wie peinlich. Komm her.
kommt nicht, er kommt nicht. Über mir ist einer, aber wo, keine Ahnung. Oh, jetzt habe ich einen Assist bekommen, schade, der ist down. Auf dieser Map macht mir es echt unglaublich viel Spaß, diesen Spielmodus zu spielen. Die Map muss einfach genauso offen und trotzdem so ein bisschen verschniedelt sein. Kann ich hier springen eigentlich? Nee, kann ich nicht. Scheiße. Ja, guck mal, hier 16-4, eigentlich 16-3. Super. Super Endlösung. Super. So, was habe ich noch nicht gespielt? Trigger-Disziplin. Das habe ich bei Big Walling gesehen. Das ist ultra geil. Ultra geil, Leute. Was missed shots damage you in... What? Okay, man darf wohl doch Dauerfeuer machen. Aber wenn du nicht triffst, wirst du gedamaged. Das heißt, wenn ich vor jemandem stehe und in ihm Dauerfeuer hineinhaue, sollte es mir eigentlich kein Life abziehen, wenn ich es jetzt so richtig verstanden habe. Oh, hallo, Monsieur. Das ist ja ultra cool. Du musst dir also zu 100% sicher sein, dass du triffst. Ah, nee, das ist schon tot. Ja, man darf auch nicht darüber hinausschießen. Du musst echt Kills machen. Was für ein edler Modus. Auf den freue ich mich schon. Ich nehme an, viele werden mit AWP spielen. Da haben wir wahrscheinlich die geringsten Sorgen. Was haben wir denn hier an Cash? 1000. Okay. Hier werde ich tatsächlich die Deagle nehmen. Mit Glock muss man schon so oft schießen, um was legen zu können, dass es mir nicht sinnvoll erscheint, die Glock hier zu nehmen in der ersten Runde. Ja, angehittet. Bitch, du weißt doch direkt, wenn du einen getroffen hast. Weil du ja kein Life verlierst, ne, in dem Fall. Geil, jetzt kann ich auch endlich die Maps kennenlernen. Ich kenne die Maps noch nicht. Ich muss mich echt noch ein bisschen umschauen. Ah, haha. Hallo, Monsieur. What? Habe ich ihm noch gegeben? 54 in 1. Ich habe ihn noch getroffen. Ich muss sagen, krasser Reflex, ne? Ist es bei Granaten dann genauso, wenn die in die Hose gehen, dass man dann Ultra-Damage bekommt? Grenade out. Nö, hab keinen Damage bekommen. Cooler Modus bis jetzt. Ich würde aber auch schon gerne einen Kill machen, ne? Ah, ist auch eine edle Idee, mit einer Pump zu spielen. Und ich merke gerade, sobald man auf 1 gekommen ist, kann man dann wohl nicht mehr weiter sinken. Schön. Das Stück kenne ich schon von der Mission mit Big Wallen zusammen. Da bin ich ja schon eingeführt in die Sache. Nein, nicht auf mich schießen. Ich glaube, ich behalte die Pump. Ah, nee, wisst ihr was? Ich hole mir auf jeden Fall meine Princess. Die ist so wunderschön. Ich möchte mit ihr gehen. Kann man hier, lass mich mal den Rand ablaufen. Kann man hier irgendwie noch Tricks machen? Kann man hier grinden, Fehler? Au, scheiße, stimmt ja. Fuck. Voll vergessen, dass es hier um was geht. Hallo, Monsieur! Du hast gesehen, der Mate ist da eben durchgegangen, ne? Und trotzdem einfach so, Modell. Echt extrem cooler Modus. Gefällt mir sehr gut. Der Kerl ist noch alive bei der Bombe. Ich werde ihm jetzt einfach keine Möglichkeit geben, mich zu verschießen. Ha! Halt! Deine Waffe, wo ist denn da? Jawohl, op. OUP! Ich hatte mal jemanden, der tatsächlich OUP gesagt hat. Das war so ein. Er klang, als würde er aus Ägypten kommen oder so. Das war ein Kind. Und es hat die ganze Zeit. Du hast mir OUP geschrien. OUP. Und er hat die AWP gemeint. What? Fucking cheater, isn't it? Der hat mich wirklich gerippt, der Kerl. Es freut mich übrigens extrem, dass euch diese Koop-Mission sehr gut gefallen. Was? Nein, nein, was macht ihr? Man kann den Modus wählen. Aha, okay, im Spiel. Nice to know, aber nein. Ich will die Modi spielen, die ausgewählt wurden. Bitte. Achtung. Oh, Alienware hat den geschniedelt, what? Ich werde einfach wieder Orb spielen, denn das ist, mein Geleit durch die Hölle. Aber erst smoke ich genau hierzu. So. Viel Spaß, ihr Pisses. Nee, nicht einfach so durch die Smoke schießen. Nein, nein, nein. Weil ich jetzt von hinten komme. Oh mein Gott, wie cool. Klingt jetzt perverser, als es gemeint war. Oh, shit. Unglücklich. Guck mal, unglücklich. Ich habe so fest damit gerechnet, dass da links welche stehen. Schade, doch, schade. Achtung. Oh mein Gott, ich regel jetzt so brutal. Ich jetzt gleich regeln. Nein, Sabine, was? Da war jemand hinter meinem Mate. Wer rechnete bitte schon damit? Ich habe so fest daran geglaubt, dass der Mate da links ist, wo er auch war. Der Feind rechts. Ich bin von links also sicher. Aber nein. Deswegen habe ich auch so bescheuert dahingeschossen. Jungs, es wird langsam eng auf dem Olymp. Ich habe mir eine Deagle geholt. Alles klar. Ich glaube, der Weg links bringt mir einfach keine Erfüllung. Ich muss hier mal rechts gehen. Hey, Buben. Au, stimmt ja. Hab ich vergessen. Okay. I'm gonna plant right now, bitches. Nein! Okay. Nein, eingekesselt. Oh Gott, es waren noch vier. Aber jetzt mit AK, ne? Kannst du das vergessen, mein Freund? Warum wollt ihr ständig umstellen? Das Spiel ist doch eh gleich vorbei. Warum muss man da jetzt zwingend noch irgendwie rumwursten? Welche Leute haben so winzige kleine Eierlins? Das passt ihnen jetzt einfach gar nicht. Das kommt mal gar nicht in die Tüte, mein Sohn. Bitch! Na? What? Ich hatte ein HP. Und der mit der Schrot. Macht mich nicht um. Tja, Jungs, Twilight Princess ist wieder ausgepackt. Ihr seid also gefickt. Aber ordentlich. Ihr seid so genudelt. Allein daheim. Allein zu zweit. Wir sind allein. Boah! Gott. Kurz Schockmoment. Alles klar. Nein, von hinten! Oh, wie schlecht. Warum habe ich es gemacht?
Warum bin ich hingegangen auf die Range? Ich höre ihn ja, dass er nicht kommt. Ich muss mir die Map noch weiter anschauen. Mhm, okay, gut. Den Bereich hinten kenne ich ja eh, also ich bin eigentlich schon... Kann man da unten durch? Nee, kann man nicht. Ja, ich würde sagen, ich kenne diese Map jetzt. Ich könnte sie tatsächlich spielen, ohne Calls dafür zu kennen. Ich nehme an, das ist Alang, das ist Apartments zu A, das hier sind Apartments mit, das hier ist Balcony, das hier ist B Short, das ist B Long, beziehungsweise B City, das hier ist die Brücke und da ist die Post. Also arg schwierig ist es nicht. No? Ja, ich bin extrem froh, dass ich wieder aufnehmen kann. Es ist fast eine Woche her, dass ich was aufgenommen habe. Ihr wisst ja, ich habe mittwochs zusammen mit Wallen, als die Operation rauskam, direkt so einen Aufnahmemarathon gemacht, wo wir eben die Koop-Sachen aufgenommen haben. Direkt mal 10 Folgen. Diese Missionen sind wirklich optimal, sie machen so unglaublich viel Spaß. Man kann damit einfach super geile Videos machen, so wie auch hier mit diesem Spielmodi. Guck mal, die Sabine, wo sie steht. Vor allem passen diese Spielmodi perfekt zu meinem Kommentierstil, man kann da optimal schnibbeln. Es ist so ein bisschen wie damals bei COD, also ich muss sagen, COD an sich war schon ein geiles Spiel, um eben schnell geschnittene Videos zu machen. Wegen diesem Deathmatch-System. Woo! Bitch! Ah, fuck! Nein, die Schi... Ich hasse mich. Ich habe mich auf ein HP runtergeschossen, mit einem einzigen Schrotflintenschuss. Really, dudes? Nein! Waffe gewechselt. Okay, zum Glück bin ich so scheiße gut. Oh fuck, zum Glück hat Sabine wieder rumgekackt. Und da ist der Onkel auch wieder kurz vor einem Drop hier. Hier nochmal für denjenigen, der gefragt hat. Du siehst hier, ob du demnächst wieder einen Drop bekommst. Wenn diese Leiste voll ist, bekommst du dann nach dem nächsten Spiel, dass du erfolgreich abschließt, beziehungsweise dass du eben abschließt, einen Drop. Ich habe schon 2 Sterne, hey. Warte kurz, hey, warte. Earn 3 more stars to upgrade your Operation Challenge Coin. Oh my gosh, I can't believe it. Nice. Also ist das praktisch diese Anfänger-Coin. Und du kannst die hochwursten. Super geil. Kinders, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst es mich wissen. Ich streame jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 19:30 Uhr. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.